Google hat immer wieder mal ein paar super tolle Features. Unter anderem möchte ich euch heute mal vorstellen, den grafischen Taschenrechner und den Taschenrechner, den es im Google Browser automatisch gibt. Wenn ihr an eurem Browser ganz einfach oben Taschenrechner eingebt, Taschenrechner, ui, schwuppdiwupp, da kommt ja hier dieses schöne kleine Zusatzfensterle. Da könnt ihr ganz normale Funktionen mit ausführen und habt dann braucht ihr nicht immer diese Taschen-Calculator-App mit aufführen, sondern für so kleine Berechnungen reicht es. Auch Wurzelberechnungen, ne, wenn zuerst die Wurzel aufmache, Wurzel von 4 oder von 2, die Wurzel von 2. Wird so schön ausgewiesen. Hier habt ihr diese kleine Funktionen wie auf jedem Taschenrechner als solches, ja, normalerweise Funktion in Degrees. Schöne kleine Sache. Das Einzige, was ihr machen müsst dazu, ist Taschenrechner aufgeben. Aber das ist ja nicht das Einzige, was manchmal Google so lustig macht. Wir haben ja nochmal zusätzliche Sache, und zwar gibt es auch die Funktionen zu berechnen. Funktionen berechnen macht man ganz einfach, indem man die Funktion oben mit eintippt in das Suchfenster. Sagen wir mal, voilà, y ist gleich, Feststelltaste raus mal, y ist gleich 1/2 x, von mir aus irgendwas. Immer wenn er oben eine Funktion eintippt, dann kommt unten immer das gleiche, gleich das grafische, die Auswertung da dazu. Dann ist hier eine kleine Tabelle. Sehr schön, einfach Formel oben eintippen. Und schon kommt diese wunderbare Funktion dazu. Dazu gibt es auch eine kleine Information, was das alles kann. Letztendlich hier, da haben wir hier das mit. Was? Diese grafische Konstante, ich finde es jetzt hier nicht gerade. Na, also was ich sagen wollte, ist diese komplexe, wie man die Formel eingibt. Um das ging es mal hier. Ihr müsst halt immer, machen wir es hier. Ja, hier ist ein Beispiel mit Funktionen. Ihr seht, da kann man. Es werden auch mehrere Funktionen angezeigt. Also wenn ich eine Funktion habe und möchte die zweite Funktion überlagert habe, dann brauche ich die quasi nur mit dem Komma mit drinne. Und was es mir jetzt vorher ging, war, dass wenn ihr eine Funktion habt, dass er die. Oftmals ist ja die Frage, wie gibt man es direkt ein? Was ist ein Mal? Was ist Mal? Was ist Klammer, Wurzel, Hochzeichen? Hochzeichen ist dann immer mit das Zeichen über dem Doppelkreuz, über dem Hashtag. Solche Sachen, die müsst ihr da in Informationen letztendlich nachlesen. Trotzdem, trotz alledem, wie gesagt, ist eine super Funktion. Einfach. Funktion mit Eingabe, schwuppdiwupp, wird es mit angezeigt im Browser. Ich wusste es vorher auch nicht. Für die Schule sehr, sehr hilfreich, wenn man mal kurz Hausaufgabe macht. Einfach mal kurz die Funktion hier eintragen und schon hat man es. Ist wie ein schöner grafischer Taschenrechner. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn es euch gefallen hat, haut unter ein Like an die Webseite, an das Video mit ran.